Okay, ich brauche wieder Ruhe, Mäus. Ey. Ich bin Basti Baumann, aka Peeplord. Und ich mache mit meinen Kollegen Hip-Hop-Musik auf Spotify, Soundcloud, YouTube und jeglichen anderen Plattformen, die ihr so kennt. Also meine Musik würde ich grundsätzlich als Produkt meines Freundeskreises beschreiben. Also wir machen eigentlich Musik, die unseren Alltag beschreibt, mehr oder weniger. Was man jetzt davon halten will, sei dahingestellt. Aber sehr viel konzeptbezogene Musik würde man bei uns jetzt noch nicht finden. Wir sind eher Momentaufnahmen. Also ein großer Teil meiner Texte macht tatsächlich das reguläre Hängen und Bierchen konsumieren mit den Kollegen. Also ja, ich denke, das werden viele Leute in meinem Alter nachvollziehen können. Ich habe in der Zeit, in der ich viel geskatet bin, vor so ungefähr 4 Jahren, bin ich wieder mehr eingestiegen. Also aktuell bin ich auch ein bisschen am Lacken leider. Auf jeden Fall war damals dann eben auch mein Umfeld, also die Skater-Kollegen, auch eine Inspiration, da die größtenteils auch ein bisschen jünger noch waren als ich. Unverbrauchte jugendliche Energie, die man dann quasi um sich herum hatte. Und ja, das ist so mitunter der Grund auf jeden Fall, weswegen das Skaten sich auch in meiner Musik wiederfindet. Für mich ist Hip-Hop mein Leben, also es gibt wenig, wobei ich mit so viel Leidenschaft hinterstehe. Also quasi, für mich Hip-Hop ist mich zeigen, wie ich bin in meiner puren Form und mich auch so auszudrücken. In erster Linie will ich eigentlich nur, dass Leute das fühlen können halt, die halt einen ähnlichen Film fahren wie ich und meine Kollegen so. Ja, dass man einfach halt eine gute Zeit haben kann, wenn man meine Mucke lauscht so. Und ja, ich habe mich schon immer mit Musik befasst, so. Ich habe immer gerne Musik gehört, auch immer gerne gesungen, war auch auf einem musischen Gymnasium, auch dort sehr lange im Schulchor, und in der 8. Klasse hat es dann angefangen, dass ich selber mich ausprobiert habe, Texte zu schreiben und Rapmusik zu machen mit einem anderen Kollegen zusammen, und ja, das hat sich dann bis heute gehalten, das ist meine Leidenschaft geblieben und das ist eigentlich alles, wo ich meine Energie reinstecke. Als ich jünger war, war so das Nonplusultra der Splash-Auftritt, so auf einem der größten Hip-Hop-Festivals in Deutschland, einen Act zu spielen. Und ich sag, das wäre schon immer noch relativ krass. Also ich würde mich da übertrieben drüber freuen natürlich. Oder wenn ich eine eigene Tour spielen kann, das wäre noch krasser. Sowas wären Ziele in meiner musikalischen Karriere, wo denke ich auch jeder andere Artist sagen würde, das ist so, was man gerne erreichen möchte, weil den Zuspruch von so vielen Leuten auf einem Fleck zu bekommen, die dann auch noch für dich anreisen quasi, ich glaube, es gibt keine krassere Resonanz für deine Musik.